Krisenmodus hieß es seit September in Mecklenburg-Vorpommern angesichts der großen Zahl an Flüchtlingen, dem 23-fachen der gewohnten Anzahl. Die besondere Aufbauorganisation Flüchtlinge kümmerte sich um Notunterkünfte und die drängendsten Probleme. Jetzt verkündete das Innenministerium die Rückkehr zum Alltagsbetrieb. Alte Strukturen, die jedoch den neuen Erfordernissen angepasst seien. Das Personal im Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten wurde um 29 Stellen und 38 Aushilfskräfte aufgestockt. Trotzdem, von Entspannung könne keine Rede sein. Also entspannt schaut der Innenminister nicht auf die Situation, weil in der Tat die Flüchtlingsunterbringung, was das Ressort Zuständigkeit auch vom Innenministerium ist, ist noch eine Aufgabe, die wir möglicherweise in der Tat sind zu lösen. Aber es folgt ja auch die Integration. Und für die Integration brauchen Sie gleichermaßen auch Voraussetzungen, infrastrukturelle Maßnahmen, personelle Voraussetzungen, Lehrer, Dolmetscher, Arzt, das gesamte infrastrukturelle System muss dafür auch vorhanden sein. Und das ist in Mecklenburg-Vorpommern auch in einer bestimmten Größe vorhanden, wie in anderen Teilen der Bundesrepublik. 23.080 Flüchtlinge wurden 2015 in MV registriert. Im Januar 2016 waren es bereits 1.896. Eine einfache Hochrechnung ergibt mindestens noch einmal so viele aufzunehmende Personen wie im Vorjahr. Darunter auch solche, die keinen Rechtsanspruch auf Asyl haben. Aber eine Ablehnung des Antrags sei eben nicht gleich die Rückführung. In diesem Bereich sieht Innenminister Cafier Versäumnisse. Leider haben wir festgestellt, dass sich im Laufe der zurückliegenden Jahre eine gewisse Großzügigkeit in der Handhabung von Rückführungen eingeschlichen hat in Deutschland. Eine gewisse Regelungslücke entstanden ist, sei es Krankenscheine, sei es nicht vorhandene Pässe, sei es andere Rückführungshindernisse. Die müssen jetzt klar und deutlich für alle Länder gleichermaßen geregelt werden. Denn wir haben auch ein Stück Verpflichtung, die Rückführung umzusetzen. Für die, die bleiben dürfen, ist nach der Verteilung auf die Kommunen die Frage der Integration zu beantworten. Aber diese Herausforderung betrifft hauptsächlich nicht das Innen-, sondern das Sozialministerium.